Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück bei G-Cards. Heute öffnen wir drei Produkte, die alle heute rausgekommen sind, am 14.10. Und zwar einmal die Dragoran Vista Premier Deckholder Collection. Eine sehr, sehr schöne Box, bin ich mal gespannt. Und wir öffnen einmal die Deoxys VMAX und Vista Battlebox. Und natürlich, dann müssen wir auch direkt die Zeraora VMAX und Vista Battlebox öffnen. Und wir fangen einfach mal an mit der Dragoran Vista. Okay, das sieht sehr, sehr geil aus. Man macht die wirklich auf und hier sind die Booster so drin. Vorne ist eine Promo. Ich weiß nicht, wo die andere Promo ist. Vielleicht im Deckholder drin, aber sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, hier haben wir auf jeden Fall den Deckholder. Wie macht man den auf? Hallo? Ich dachte jetzt vielleicht in der Mitte. Wie zur Hölle mache ich den auf? Oh, okay. Einfach öffnen. Hier ist auf jeden Fall nichts drin. Hier ein paar Codes für euch. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Booster. Hier sind nämlich 9 Booster drin, nicht wie bei einer ETB 10. Dafür haben wir aber halt 2 Promos. Dragoran V und Dragoran Vista, die beiden haben mir sogar noch in meiner Sammlung gefehlt. Das heißt, meine Sammlung ist jetzt vervollständigt. Geil. Master Set completed. Pokémon Go. Bin ich langsam am Limit? Ich denke ja auch. Also irgendwann ist auch genug. Ich überlege dann nochmal ein allerletztes Opening zu machen, wo ich wirklich alles öffne, was ich bisher noch nicht geöffnet habe. Das wären die Pin Collections, die drei verschiedenen. Das wären die drei Tins, die habe ich jetzt bekommen. Und kein Hit. Und da könnte man vielleicht nochmal so einen Livestream halt dann draus machen. Und dann wäre es auch das letzte Video tatsächlich. Oder der letzte Stream zu Pokémon Go. Das letzte Mal, dass wir diese Booster öffnen. Wir schauen aber mal. Es wäre schön, wenn wir deshalb jetzt heute auf jeden Fall nochmal ein bisschen was Schönes pullen können. Wir haben jetzt 9 Booster. Ich habe keine Ahnung, wie die Pullrate von dieser Box ist. In den ETBs war die Pullrate ja sehr gut. In den Boxen eher so. Und wir schauen mal. Wir haben ja auf jeden Fall einen Hit. Ich sehe es schon. Und wir haben meinen besten Freund. Was wäre ein Pokémon Go Opening ohne Melmetal? Richtig, ein gutes Opening. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Ditto-Pull hin. Oh, was ist denn mit der Karte passiert? Alter, Hilfe, Spinarak. Ein bisschen her ist es ja schon, dass wir jetzt Pokémon Go geöffnet haben hier. Also von daher, die auch. Was ist denn da los? Lag die so komisch vielleicht in der Box drin? Stand, wurde die da unten komisch reingedrückt? Weil das ist ja schrecklich. Mein Natu und ein Charizard in a Holo. Let's go. Ich bin jetzt sehr enttäuscht, dass ich mein Master fertig habe. Es ist natürlich sehr geil, dass das Master fertig ist, aber man ist auch ein bisschen enttäuscht, weil es halt einfach vorbei ist. Man hat jede einzelne Karte, ich habe jede einzelne Promo, ihr habt es gesehen. Und es ist ein bisschen schade. Ich überlege jetzt, was ich als nächstes machen soll. Ich werde erstmal auf das Schwertschild 12.5 Set warten. Und wenn das geil ist, also wenn da schon die ersten Sachen rausgekommen sind. Ich glaube, da gab es ja so einen Leak, aber man weiß nicht, ob das stimmt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ansonsten bin ich am Überlegen, in Shining Fates reinzugehen. Da wurde ich von einem Kollegen von mir angefixt. Da haben wir nämlich ein Case von ihm geöffnet gehabt und ein sehr, sehr geiles Set, hätte ich Bock drauf, aber halt auch unmöglich gefühlt voll zu machen, ne? Also man braucht halt auch so viele Pulls, so viele Shinies gibt es ja in diesem Set, das ist schon krass. Wir haben nur noch 2 Booster, hallo? Wir haben noch keinen Hit außer ein Melmetal V. Also die Box ist ja bisher wirklich, was ist das für eine Pullrate? Gut, dass ich die jetzt erst bekommen habe, dann war ich auf jeden Fall, die muss ich nur einmal öffnen. Oder wir haben natürlich eine ganz schlechte Box erwischt. Wir werden sehen, vielleicht. Da muss jetzt schon ein dicker Fisch kommen und ihr wisst ganz genau, welchen dicken Fisch ich meine. Der dicke Fisch kann nämlich fliegen, hat Flügel, ist ein Drache. Hatten wir eigentlich mal einen richtig geilen Doppelhit? Hatte ich mal einen richtig geilen Doppelhit? Ich glaube nicht, ich habe 10 ETBs in einem Stream geöffnet. Ich hatte keinen Doppelhit à la Radiant Secret Rare. Das wäre natürlich wild. Aber, man darf ja noch träumen. Oh, ein Ditto. Ein Ditto, okay. Oh. Im 100 Booster Opening haben wir die 4-mal gezogen oder so. Ja, da war ja nix, ne? Das war eins der letzten Pokémon Go Openings. Extrem erfolgreich. Wow. Aber wir haben noch die Zeraora VMAX und Vista Box, wo ich schon mal finde, dass die Promos sehr, sehr cool aussehen. Okay, oh nein, was tue ich? Hilfe! Das sind also die drei Promos. Ich finde, die sehen schon sehr gut aus, ne? Also, finde ich für eine V sehr schön. Die VMAX, sehr, sehr geil. Vista, auch sehr schön. Vista halt einfach mit dem japanischen Rand, sehr, sehr nice. So, und dann haben wir natürlich für meine Oversized-Sammlung die Zeraora Vista Oversized. So, und was haben wir denn jetzt für Packs? Lost Origin 2-mal, Astral Radiance 1-mal, Brilliant Stars 1-mal. Gehen wir rein. Vista-Marker braucht keiner. So,
rein in diese vier Booster. Wir fangen einfach mal an mit einem Astral Radiance. Also, nachdem die erste Box halt so gar nicht gegönnt hat jetzt hier, die Dragoran-Box, brauchen wir jetzt hier ein paar Puls. Wir müssen ein bisschen Wert wieder rausholen. Oh, wir haben einen Hit. Wir haben einen Hit. Ich sehe was. Ein Starmie-Wie. Okay. Der beste Hit bisher heute. Wir schauen mal. Squawette oder so ähnlich? Oh, okay. Sehr, sehr nice. Und wir haben eine Rare. Dann gehen wir jetzt in Brilliant Stars rein. Ziehen das alternative Glurak. Und dann haben wir das Ganze hier finanziert. I don't think so. Okay, ein schönes Bidoof. Kein Ditto diesmal. Ein Electek. Und into eine Rare. Lost Origin. Come on. Es gibt so viele schöne Karten in diesem Set. Und wir schauen einfach mal. Und wieder nur eine normale Rare. Auch diese Box leider, also wirklich eher enttäuschend. Ich hoffe, die Promos sind wenigstens ein bisschen was wert. So. Divi. Divi Max. Divi Star. Oh, was heißt V-Star? V-Star Marker. Und die schönen vier Booster. So, die öffnen einfach eine Reihenfolge. Haben wir am Anfang zweimal Lost Origin, aber vielleicht bringt das ja Glück. Ein Baskulin. Okay, ein Huntro. Und ein Ariados mit einem irgendwie wilden Artwork. Sieht irgendwie cool aus. I don't know, I like. Kenne ja viele der Karten, wie gesagt, auch nicht. Da werden wir noch eine ETB öffnen. Und sollte die wirklich ganz, ganz übel sein, so wie dieses ganze Opening hier gerade, ja, dann werden wir da auf jeden Fall noch ein paar andere Boxen aufmachen. Vielleicht so, ich habe noch so ein paar random V-Boxen. Das heißt, da könnte man auch noch reingehen sonst, wenn die ETB wirklich gar nicht gönnen sollte. Hoffen wir es mal nicht. Oh, wir haben nur noch zwei Booster. Hilfe, was ist das für ein Opening? Hallo. Jetzt brauchen wir aber wirklich was. Come on. Und wieder nur eine Rare. Einen einzigen Booster Zeit, um den Wert rauszuholen. Und den Wert rausholen kann wirklich auch nur eine Karte, wissen wir alle. Dann gehe ich heute noch Lotto spielen, wenn wir die jetzt ziehen. Oder eigentlich reicht mir einfach nur ein normaler Hit mal. Hilfe, wir haben hier, wie viele Booster haben wir geöffnet? 9, 4, 12. Oh mein Gott. 9 plus 4 sind 13, plus 4 sind 17, 17 Booster und 2 Wies. Okay, ich meine, eine Full Art war dabei, aber die war halt einfach auch von einem Pokémon, die muss man jetzt nicht unbedingt ziehen. Deswegen müssen wir jetzt irgendwas. So, also Fazit vom Video, vor allem die Deckholder Collector habe ich ein bisschen enttäuscht. Klar, wir hatten eine Full Art drin, ein Slaking, aber die Full Art sind ja auch nicht das, was man da unbedingt pullen möchte. Ja, also vielleicht haben wir wirklich eine sehr schlechte erwischt, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Wenn ihr gute Pulls haben wollt bei Pokémon Go, vielleicht sogar allgemein bei Subsets, holt euch einfach nur ETBs. Geisteskrank gut, wie die gegönnt haben bei einem Kollegen, bei einem ganzen Case und auch bei mir, bei einem ganzen Case. Da war keine ETB, wo ich mir sage, wow, die war wirklich kacke. Ich habe Raiden Evoli so viele geöffnet, alle scheiße, Premium Deckholder Collection, alle Müll, eine Müll. Vielleicht haben wir auch eine schlechte erwischt. Ich weiß es ja nicht. Bei den Battleboxen, klar, sind halt nur vier Booster drin. Da geht es auch viel um die Promos, wenn man sich so eine Box holt, wenn man eben ja, Deoxys-Fan oder Zeraora-Fan ist. Trotzdem hätte ich mir da auch ein bisschen mehr gewünscht. Also, wir haben ja eine Wii gezogen. Also, auch diese beiden Boxen eher enttäuschend von der Pull-Rate her. Trotz alledem könnt ihr gerne natürlich auf Cardmarket sehen. Da haben wir die ganzen Boxen noch online. Da könnt ihr die kaufen. Wir sind da auf dem Markt immer ganz, ganz oben. Also wenn ihr diese Box haben wollt, günstiger kriegt ihr sie nicht als gerade bei uns bei Cardmarket. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück als ich. Ja? Könnt ihr mir ja gerne berichten, falls ihr eine gekauft habt oder kaufen solltet. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Leider heute keine guten Pulls, aber da können wir bestimmt nächstes Mal wieder mit dienen. Mit ein paar Secret Rare Pulls oder sowas. Mit irgendwas Gutem, Hauptsache. Nicht sowas wie heute, das war ja weg. Gut, also dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Den Satz, von dem träume ich. Und auch gerne mal einen Kommentar schreiben, ne? Ist gut für den Algorithmus. Pusht ein bisschen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao.